Ich kann nicht mehr Rehfell tragen. Ich müsste mein Rehfell mal irgendwo ablegen. Ich fäll noch ein paar Bäume in der Zwischenzeit. Ich habe ja die gute Axt dafür. Gestern auch gemacht. Du bist dann leider auch eingeschaltet. Warte, was hast du auch gemacht? Achso. Du hast den Stream, mein Sekiro-Stream als Hörbuch benutzt und bist dann eingeschlafen. Ja, passiert, ne? Bei deiner Stimme ist das auch nicht verwunderlich. Weißt du, Möppi, ich würde ja jetzt sagen, ich würde dir jetzt widersprechen, aber ich kann nicht. Ich kann dir da einfach nicht widersprechen. Von dem Baum kann man die Stöcker nicht höher lagern. In dem Wagen. Ja, das ist ein bisschen weird. Möppi, kommst du gerade mit dem Wagen zurück? Ja, ich würde jetzt eigentlich eben erst die. Ich mach den Wagen eben leer und komm dann mit dem Wagen zurück. Okay, weil. Okay, kommt dann jeder von euch einmal mit einem Wagen, weil ich fäll hier dann fleißig gerade die Bäume. Jo. Jo. Weil wenn ich mit der Axt hier halt mal dran bin, ne, dann geht das flott. Und ich achte auch darauf, dass die Baumstämme alle so ziemlich auf einem Haufen liegen. Da müssen wir nicht zu weit die suchen gehen. Ich sag mal so, ihr werdet sehen, wo ich die Bäume gefällt habe. Weil da liegt alles jetzt kreuz und quer voll mit Baumstämmen. Ich bin rechts vor links. Ich bin rechts. Mann, oh. Denk dran, die Tür wieder zuzumachen. Nö. Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Um 15 Uhr, das wär mir neu. Ah, okay, dann hast du einen anderen Stream gesehen. Ich habe nur gedacht, dass du es auch bei meinem Stream gemacht hast. Hat sich nämlich gerade so. Bist du oben oder unten? Ich bin oben. Wie gesagt, Möppi, ich war hier ein bisschen wild unterwegs. Ja, ich dachte, ich frage halt trotzdem, wo du warst. Nicht, dass ich jetzt hier mit dem Wagen nach unten fahre. Ich meine, sehe das hier mal kurz an. Ach so, da fahre ich die ganze Zeit vor. Ja, gut. Ja, du fährst die ganze Zeit vor meinen gefällten Baumstämme schon. Oh Mann, ey, was hast du gemacht hier? Ich habe meine schnelle Axt effektiv genutzt. Ja, das kannst du aber mal. Passi hat irgendwas fertiggestellt. Die Regale, schätze ich mal. Nee. Die Treppe. Und Pavillon. Den Leuchtturm? Ah, nee. Unsere Befestigungsmauer. Hä, aber. Hä? Ja, er setzt da gerade die letzten Stöcker ein. Ach, die letzten Stöcker. Ja, gut, dann. Oh. Ich hol den anderen Wagen eben. Ich kann den Wagen. Ich sehe nichts. 4, 3, 2, 1. Nice. Fertig? Sehr schön. Ich bleib hier stehen, damit wir noch das Holz hier finden. Jo. Passi, komm gleich mit dem Wagen. Ich weiß, das ist da nicht so spannend gerade, aber hey. Kann ich ja wenigstens hier mein Setup mal wieder ein bisschen. Ich will nicht sagen, aber wirklich kümmern. Spannend ist es gerade bei keinem von uns. Man sieht Passi und mich, wie man mit einem Wagen nach dem anderen hin und her fährt. Aber wir haben schon wieder. Also Bast mit der Mondfinsternis, die Idee finde ich ja irgendwie schon ganz nice, aber irgendwie haben wir jede Nacht Mondfinsternis, ich will ja nicht sagen. Also der ist ja oft dunkel. Ich bin mir nicht sicher, ob das Mondfinsternis ist oder ob der nicht einfach so dunkel ist. Lass auf, Passi. Danke. Bitte. Und ich fahr trotzdem davor. So. Oh, ich hab Hunger und Durst. Auf jeden Fall komme ich zurück, auch wenn wir wahrscheinlich eh nicht alles aufladen können. Warte, ich komme. Was? Ja, ich komme dann gleich zurück, wenn wir alles aufgelegt haben, keine Sorge. Es fehlen nicht mehr viele Bäume für unseren Leuchtturm. Ja. 10 Stück noch! Der Rest ist Regal, I guess. Dann der Rest ist eher in Klammern egal. Ich weiß, der war schlecht. Ah, alles gut. Ja. Dann fehlt uns nur noch ein Seil für den Leuchtturm und das große Feuer, was wahrscheinlich sowieso wieder despawnt. Moment, mir fällt gerade ein, wir können gar kein Seil machen, wenn wir da ein großes Feuer drauf machen, wir müssen erstmal gucken, wie wir hochkommen. Mit dem Seil.
Das Problem ist, mit dem Seil kommst du da oben nicht dran. Das heißt, wir müssen eine Treppe bauen, das heißt, wir brauchen noch mehr Holz. Das Problem ist, wenn wir da oben Lagerfeuer bauen können, können wir keine Stämme und Seil hochschleppen. Das heißt, wir müssen das Seil wir müssen erst eine Treppe bauen, dann die ganzen Stämme hochtragen, dann das Seil benutzen und dann die Treppe wieder abreißen. Ja. Oh, super. Oder wir machen halt direkt eine überdimensionale Treppe da hoch. Und lassen sie stehen. Zum Tor hier. Aua! Aua! Ich hatte den Wagen noch in der Hand. Kannst du mal auf mich anzugreifen hier, du Blödmann? Oh, shit. Alles gut, den kriege ich alleine weg. Also, das ist auch nur ein Grauer gewesen, aber... Die Grauen sind doch die Starken. Nein, die Weißen sind die Starken. Warte, wo schleppst du das gerade? Ah, zu der Treppe, okay. Passi, ladst du das ab? Ich krieg sonst gleich schon mal Hunger-Damage und das ist nicht so schön. Machst du Feuer sowieso an, ne? Ich esse gerade erstmal Bären, aber danach mach ich Feuer an. Ja, weil ich komm dann jetzt hier mit dem Körper gleich. Ich mache aber zuerst noch den Leuchtturm, unseren schönen Leuchtturm hier fertig. Das ist. Ich laufe. Mit einer Leiche auf der Schulter. Oh. Wofür brauchen wir jetzt noch die letzten Stämme? Für die Regale, oder? Für die Regale. Weil in der Zeit kann ich schon mal das Seil. Sonst müssen wir gucken, dass wir da oben was anderes hinmachen. Können wir mit Stöckern da dann ein Lagerfeuer einfach nur hinmachen? Da müssen wir kein großes Feuer da hinmachen. Ja. Ich habe jetzt nicht so Bock, so eine überdimensionierte Treppe zu bauen. Nee, das wäre auch echt nicht das Wahre. Fänd ich halt auch irgendwie ein bisschen Schwachsinn, weil wir haben ja. Wenn wir dann mit einem Seil da hoch können, dann machen wir halt ein Lagerfeuer, dann machen wir das große Feuer halt einfach so in unsere Basis irgendwo rein. Das können wir ins andere Pavillon machen. Genau! Dann haben wir sozusagen da für uns an Land etwas. Aber wir können ja dann da nur das Lagerfeuer reinmachen, da müssen wir nicht so eine Treppe bauen. Weil eigentlich bin ich froh, dass unsere Großbaustellen langsam sich mal dem Ende neigen. Wir haben gar keine Großbaustellen mehr, nur 17 Baumstämme, Möppi, das ist nix. Naja, okay, wir hatten ja doch jetzt schon relativ viel, ne? Kraut, der schimmelt schon. Ja, Möppi, der ist bestimmt auch schon ein bisschen älter, Gatti. Viel älter. So, für wen soll ich alles was zu essen auflegen? Ich hab grad Bären gegessen, ich komm grad aus dem Beet. Oh, warte, ich mach's grad wieder an. Ich komm grad aus dem Beet. Was wir vielleicht noch machen können, ist, wenn wir mit den 17 Baumstämmen durch sind, wir könnten vielleicht noch ein bisschen Motorrad fahren, ja? Ja, genau, Motorrad fahren. Erkunden oder wir könnten zumindest Totems planen, weil ich habe extra die Extremitäten abgehakt. Ich habe auch einige Arme und Beine. Ich wollte gerade sagen, dass wir wenigstens noch die Totems planen. Wir können ja dann auch gerne noch erkunden gehen. Aber so ein bisschen Heimatschutz muss ja, glaube ich, auch sein. So bevor wir das hier alles, tut mir leid. Ich kann auch mit. Nicht, dass wir hier aufgrund von unglücklichen Zufällen dann ich habe zwei Arme und zwei Beine. Ich habe einen Kopf und so. Ausrüsten und dann rankleben. Muss ich jetzt echt ausrüsten? Ja, dann kannst du rankleben. Ich habe doch keinen Kopf. Guck, du machst es. Aber ich habe Arme und Beine. Was brauchen wir denn dafür noch? Alles? Du kannst ranhauen, was du willst. Ach, das ist egal. Du kannst auch einen Schädel machen. Guck diese wunderbare Konstruktion mit den... Ah, Schädel kann man auch? Oh nein. Ich hab grad zugeschlagen, aus Versehen. Gut. Ich mach nicht mehr Reparaturwerkzeug. Das würde ich gehen. Okay, zünd es einfach an. Nun, wollen wir schon anzünden, wirklich? Ich weiß nicht. Einen Aufzug kann man nicht bauen, oder? Nee, leider nicht. Also, wir können auch noch einen Totem schon mal planen. Diese eigenen Totem. Ich wollte gerade sagen, lass doch.
Ich wollte gerade sagen, lass doch lieber einfach noch ein Auto planen. Im Moment haben wir ja nicht das Problem. Aber wir können ja die wenigstens bauen, sage ich jetzt mal. Schon, damit wir hier wenigstens in der Theorie was haben. Ja, ich glaube, das könnten wir sogar schon anzünden. Brauchen wir Schädel und so für nichts anderes? Du könntest mir als Katapultgeschoss nutzen, aber das brauchen wir nicht. Aber wofür? Oh ja, noch nicht, aber wofür willst du die jetzt schon anzünden, Passi? Boah, mach ich doch gar nicht. Oh, Vogel. Oh, Vogel! So. Oh ne, der fliegt zu hoch, der fliegt zu hoch. Wieso fliegst du so hoch? Hast du das gerade gesehen, Passi? Wie die Tür nach innen geflippt ist und direkt wieder vor meiner Nase zu. Oh, irgendwer hat mich gerade angegriffen. Ich hab gerade gesagt, sorry. Weil ich hier noch einen Rasen gekillt hab. Diesmal hab ich Passi zugehört. Sehr gut. Ja, gut. Wir haben zufälligerweise beide zwei Hasenfell. Ja. Kommt, geh mal zusammen. Da habt ihr einen Beuten, da könnt ihr Dings reinmachen. Ne, ich hab nur ein Hasenfell. Sorry. Ich hab nur einen Rehfell. Ich hab 10 Rehfell. Was kann man damit machen? Beutel für Stöck. Darum kann man Wärmeanzug machen. Ja, dafür braucht man Rehfell, Hasenfell, Waschbärfell. Häng die da hin. Okay. Ich geb dir mal Hasenfell. Auf. Nein, craft mal zwei davon zusammen. Craft mal die beiden zusammen und dann kannst du. Was ist das? Kannst du einen Beutel. Und der ist für was? Ja, hörst du mir zu. Weißt du Bescheid. Hörst du Passi nicht fang, zu? Fang jetzt nicht so an, Passi. Fang bitte nicht so an. Ich war gerade beschäftigt, nett, mein Inventar zu prüfen. So. Nein, das ist für ein Ding. Für ein. Beutel. Jo. Ein Beutel für einen Beutel. Schön. Ah, okay. Dankeschön. Einmal das eine, einmal das. Oder? Dann müsst ihr den ausdrücken und dann könnt ihr den auch in die Beeren damit. Soll ich den auch noch nehmen? Ich hab schon das eine. Ja, soll ich nur craften, das, ja. Cool. Das ist ein Stück dafür. Wie mach ich das denn jetzt? Einmal die beiden zusammen craften. Ach, und was? Hat er die Tür aufgelassen? Nein. Ich, anscheinend. Wie ist denn der jetzt hier reingekommen? Haben wir denn ein Loch in unserem Zaun irgendwo? Ich verbrenne den erstmal. Ja, bitte. Sollst du erst Speedbassen abpacken? Ja, bitte, das wäre gut, weil wir bauen ja Totems jetzt. Oh, wo kommt auf einmal dieses Windgeräusch? Alles klar, dann dir noch viel Spaß bei der Augenpflege, Kathi. Ich wünsche dir eine gute Nacht, schlaf gut. Ja, schön, dass Nacht, du, Kathi. Schön, dass du so lange dabei warst. Danke, danke dir. Keine Tür auf. So, jetzt habe ich aber wieder genug Ausdauer hier. Ich musste mal eben ein bisschen Musik hören. Damit meine Ausdauer wieder ein bisschen höher ist hier. Keine Tür auf, das ist echt nicht gut. Warte mal, ist die hinten vielleicht auf? Haben wir eine Lücke? Das kann sein. Auf jeden Fall kam der von der Richtung her, kam der Tänzer eher von hinten. Wollen wir vielleicht noch schlafen? Kurz. Ja, ich hab grad die Leiche verbrannt. Also am Leuchtturm, die Tür ist zu. Ne, hier ist auch alles zu. Oh, wir haben irgendwo eine Lücke. Wir haben eine Lücke in unserem Plan. Sorry, musste sein. Müssen wir vielleicht doch den Zaun einmal komplett außenrum basteln? Ich weiß es nicht. Die Fettis kommen wahrscheinlich trotzdem hoch. Das ist das Problem. Gegen die kann man sich nicht so. Aber das war ja kein Fetti. Auch Felswände hoch. Bei mir wird übrigens kalt. Ja, ich wäre sehr dankbar, wenn wir schlafen gehen würden, Tatsache. Okay. Oh, es wird Tag. Dann brauchen wir nicht schlafen gehen. Doch. Nein, dann ist es Schwachsinn. Ja, da kannst du auch Musik anmachen, du hast doch einen Kostenrekorder. Stimmt, ja. Mhm. Aber ich gehe jetzt trotzdem einmal in die Hütte. Ich glaube tatsächlich, der ist hier lang irgendwie. Weil ich bin mir irgendwie. Ich will mir irgendwie angewöhnen, einfach aus Prinzip öfter zu speichern. Ja, ganz ehrlich, jetzt öfters zu speichern, ist vermutlich an dem Punkt, wo wir im Spiel sind, keine dumme Idee. Eben. Tag 3, oder Tag 34. Tag 34. Mittlerweile weiß ich nicht mehr, wie ich Wo vermutest du, ist der irgendwie hergekommen?
Hier, ich ne? glaube, der ist hier. Ja, genau da ist er hergekommen. Ja, ich schätze hier irgendwie, ne? So hier, wo ich jetzt gerade runtergehe. Zum Glück haben wir noch ein paar gefällt. Ja, hier kann man halt. Hier kann man halt rumgehen, so links noch. Ja. Wir kommen zurück, gleich nicht mehr. Ich gehe schon mal Holz holen. Passi. Hier. Hier rechts übrigens auch. Wir müssen bis hierhin verlängern, schätze ich. Bis hier, wo ich stehe, müssen wir verlängern, sodass es hier wirklich an die Klippe geht, dass man nicht drumrum kann. Also haben wir Tatsache zwei Lücken gehabt. Planst du gleich mit Verstärkung? Kann ich erst machen, wenn ich stehen, glaube ich. Okay. Weil sonst hätte ich gesagt, plan gleich mit Verstärkung, weil dann wissen wir direkt, wie viel Material wir brauchen, aber wenn das natürlich nicht geht. Verstärkung ist unterwegs, oder wie? Ja, sozusagen. Was? Mach deine Wortwitze. Ja, das die Wortwitze, ihr kennt sie doch mittlerweile. Und das ist auch der einzige Grund, warum wir Leute überhaupt zuschauen. Nein, das jetzt nicht. Das ist ungefähr so, als wenn ich sagen würde, dass meine Lache der einzige Grund ist, warum mir Leute zuschauen. Wenn ihr mir nur wegen meiner Lache zuschaut, wagt es nicht, das in den Chat zu schreiben, sondern wie sauer. Pass auf, und jetzt schreibt irgendjemand, weil er lustig sein will. Ich schau dich nur wegen deiner Lache, Mäcki. Ich bin so fies. Hahaha. Ja, ich befürchte es auch. Ich hab Aloe Vera Samen. Sehr nice. Kannst du in unser Gesundheitsbeet, ich finde Gesundheitsbeet hört sich besser an als Medizin. Kannst du in unser Gesundheitsbeet bitte pflanzen? So. Warte mal, ich komme mit dem Wagen zu dir, Bas. Du fällst wahrscheinlich Bäume, oder? Yes, aber irgendwie sind die Bäume, die ich letzte Nacht gefällt habe, despawned. Okay. Also ich habe zumindest nicht gesehen. Wenn du die findest, sammel sie gerne ein. Dann lade ich sie gleich auf. Hast du sie gefunden, die ich gefällt habe? Nein. Ich hab jetzt erst den Wagen geholt. Warte, ich habe auch einen Wagen geholt, oder? Du hast, glaube ich, einen mitgenommen. Ja, ich habe einen mitgenommen. Hier vorne steht auch direkt einer. Das Gute ist halt hier, wo wir unsere Bäume fällen, ne? Da kommen halt keine Kannibalen hin, weil die müssen da eher in unserem Lager vorbei. Deswegen kommen die nicht hier hoch. Aber wenn Passi jetzt die Mauer verstärkt, ne, dann brauchen wir auch wieder Stöcke. Können wir uns mal merken. Ja, ist halt irgendwie blöd, dass sie reinkommen, ne? Hier sind Fische. Fische, schwimmen. Aber kann man Fische nicht trocknen? Genug, dass wir trocknen können. Ja, die kann man trocknen. Ja, aber wir haben schon genug, was wir getrocknet haben. Ja, aber einfach voll machen oder nicht, wenn wir noch Platz haben. Ich habe deine Bäume gefunden hier oben. Die hier habe ich gerade erst gefällt, Möppi. Ach so. Ach, das sind die du gerade gefällt hast. Ja, das geht schnell mit der Axt, wie gesagt. Ja, ich komme nicht drauf klar, dass du so schnell Bäume fällst. So. Dafür habe ich aber noch zu wenig Federn, leider. Die Sache ist, ich habe jetzt auch leider nicht so viele Vögel jetzt. Nee, ich habe ja meine Axt auch schon um einige schneller gemacht. Also das sollte bei mir jetzt auch um einige schneller gehen, aber da du ja so... Geht da noch was auf dem Wagen drauf? Ich glaube, da müsste noch was drauf gehen. Ja, da müsste hier noch was drauf gehen, ja. WB. Das war alles, ne? Dann, wenn die drauf sind, haben wir ja alle weg. Dann fahr ich direkt mit einem Wagen wieder zum... Hey, das wie? Bas und ich fällen Bäume für unseren Zaun. Damit wir das Loch... Ich sammle gerade Stöcke. Damit wir das Loch zubekommen. Oh, ich kann nicht mehr Stöcke tragen. Na dann. Aber ich muss meine Ausdauer auch gerade mal erstmal wieder regenerieren. Ich hau die immer bei mir so unglaublich schnell runter. Dann mache ich mir immer Musik an. Ich denke da halt auch oft nicht dran. Durch die Musik geht halt aber auch nicht die Regeneration schneller, dann hast du nur ein höheres Maximum. Mein Problem ist, selbst wenn ich voll habe, dass ich andauernd keine Ausdauer habe, weil ich das mir die ganze Zeit abziehe. Ja gut, okay.
Aber ich glaube, wir sollten so langsam echt mal auf Erkundungszug gehen. Wir haben 2,5 Stunden jetzt nur in unserem Lager gearbeitet. Ja. Naja, so mehr. So, Party? Was? So mehr oder weniger. Ich habe den einen Wagen weggeholt. Also. Obwohl, Passi, weißt was? Übernimm du den Wagen. Ich gehe mit meiner Axt Bäume fängen. Geht ich. Obwohl, never mind. So ein bisschen was ist schon passiert. Es ist halt im Moment nicht so viel passiert, weil wir schon. Oh, Entschuldigung. Ich bin gerade vom Wagen, weil ich aus Versehen auf das Walkie-Talkie gekommen bin. Ich bin mit dem Wagen. Mhm. Ich bin so hochgeschleudert worden, dass ich Fallschaden bekommen habe. Ach, jetzt bist du auch mal hochgeschleudert worden vom Wagen. Und wie fühlt es sich an? Nett, oder? Ja, schöne Aussicht. Ja, okay. Ich kann nur gehen. Einmal ein bisschen was von oben betrachten. Nee, da fahre ich. Ich auch. Da fahre ich lieber nicht rund. Lass das, das war mein ganz persönlicher Schrei. Okay. Kann das jemand klippen, bitte? Ja, ich glaube, das wird auch jemand klippen, leider. Wenn ihr nicht möchtet, jemand klippt, dann mach ich Clips aus. Kann man nicht ausmachen. Nee, ich will es ja irgendwo schon. Kann man Clips ausmachen? Ich will es irgendwo schon. Ja, kann man. Ich will es irgendwo schon, aber irgendwo will ich auch nicht. Weil ich will nicht da so dumm dastehen. Nein, nein. Könnt ihr mal das Funkgerät ausmachen? Ich habe das eben wirklich aus Versehen angemacht. Nee! Ich mach das gerade auch die ganze Zeit aus Versehen an. Was ist denn das? Ich komme gar nicht auf cool. Ja, ich auch nicht. Das ist einfach so. Zack, auf einmal ist es da. Ich denk so, was zur Hölle? Spiel, was machst du mit mir? So, Möppi, hier oben fehlen noch drei. Hier fehlt noch einer, komm hier oben hin. Hier und fehlt da fehlt auch noch. Hier und fehlt noch genau ein Baumstamm. Guckt mal. Oh. Pass, ich komm mit zwei. Oh. Vogel. Vogel. Das ist gut wegen Federn und so. Wo fehlt denn der? Also ich bin mir zwar angezeigt, aber ich kann ihn nicht platzieren. Ja, doch, da. Nee, es wird mir nicht angezeigt. Was? Baby, drop mal. Gib mir her. Ah, musst du von der Seite, okay, danke. Weiß ich nicht. Das ist, unser Zaun ist so sicher, dass wir nicht mal fertig bauen können. Das muss man auch mal hinkriegen. Der Rest ist für die, fürs Hausboot, ne? Ja. Also für die Regale. Für die Regale da drin. Dass wir übrigens immer diese schwebenden Beete bauen, finde ich auch sehr faszinierend. Wer plant das? Das schwebende Beet. Das hört irgendwie nach einem richtigen trashigen Horrorfilm sein. Ja, das stimmt halt schon irgendwie, ne? Aber so ein richtig trashigen Horrorfilm, ne? So. Ja, nicht nur ein bisschen, so richtig, richtig trashig, genau. So, 3 Federn von dem Vogel bekommen, ich bin zufrieden. So. So, ich muss immer auf weitere Sicherheitslücken. Ach du Scheiße, sind da viele. Prüfe gerade auf weitere Sicherheitslücken. Mhm. Passt, ich glaube, die haben dich gesehen. Glaube ich auch. Die Sache, eine Lücke habe ich noch gefunden. Im Kleinen. Ja, ja. Das sind richtig viele. Das sind 5. Also, okay, 5 Stück ist jetzt nicht so richtig viel, aber. 6 plus Mutant am Strand. Wo ist Mutant am Strand? Den sehe ich nicht. Oh, doch, da. Nee, die können nicht hier hoch. Der läuft hier hoch. Nee, die läuft rüber. Ich glaube, ich wollte gerade sagen, dafür haben wir das Sicherheitsleck. Die machen das halt kaputt, wenn wir jetzt nichts machen, ne? Mhm. Was, du hast Pfeil und Bogen. Passi, ja, das war dumm. Oben. Das war echt dumm, Passi. Passi, ich mach die Tür auf, komm rein. Ja. Lass Basti abschießen. Ich kann die halt auch nicht alle so killen, ne? Ich helfe. Ja, aber du kannst erstmal ein paar killen, damit wir, wenn wir rausgehen,
dass wir dann nicht sofort sterben. Ich habe keinen Bogen. Das würde euch auch helfen. Aber die können keine... Aber die können keine Sachen werfen oder so, ne? Doch, doch, die haben sie geschmissen. Ja, brennende Sachen haben sie so schon... Oh. Okay, einer dort. Perfekt. Die kommen halt nicht hier hoch, zum Glück. Ja, deshalb haben wir ja unsere Sicherheitslücken geschlossen, glauben wir. Andere down. Sehr schön. Nächster down. Also viel Knochen. Anderen Leuten bei so der Arbeit. So viele Pfeile, die ich gerade verschieß. Ah, warte mal, was? Jetzt habe ich die Feuerpfeile. Warte kurz. Ja, warte, die kann man mit Sperren kaputt machen, jetzt die letzten zwei. Dafür braucht er keine Pfeile verschwenden. Ja, komm. Hey ho, let's go. Oh, Entschuldigung. Okay, ich gehe erstmal jetzt mal wieder meine Pfeile hier einsammeln, die hier überall rein drin stecken. Ich habe auch noch ein paar reingepfeffert, ne? Ja, ich weiß halt nicht, wie viele... Ist doch egal, Leute. Wir können uns hier generell mal hier ansehen, wie viele Pfeile hier rumstecken. Ich gehe die auf den Boden sammeln. Ich glaube, müssen noch ein paar in der Leiche liegen. In den Leichen liegen. Pass, hier sind noch ein paar... Der Rest der Pfeile da sind für dich, ne? Okay.